Mein Name ist Elisabeth Prommer und ich möchte ganz gerne heute über Quote und Kultur sprechen. Können wir im Kulturbereich, wenn es um kreative Inhalte geht, eigentlich mit Quoten arbeiten und ist das nicht vollkommen gegenläufig? Also kann man das eigentlich gar nicht machen? Ist das nicht sofort dann Zensur und wir greifen ein in künstlerische Inhalte? Mein Forschungsfeld liegt in der medialen Darstellung der verschiedenen Geschlechter, aber auch daran und darin, wer unsere Inhalte produziert, und zwar in Bezug auf Geschlecht. Wenn wir anschauen, dass wir sehen, dass ungefähr die Hälfte der Absolventen und Absolventinnen von Filmhochschulen Frauen sind, gleichzeitig aber nur 20%, also ein Viertel unserer Film- und Fernsehangebote von Frauen produziert wird, sehen wir, dass wir hier eine große Ungleichheit haben. Gleichzeitig sehen wir, dass Frauen im Film und Fernsehen, aber auch im Kino unterrepräsentiert sind in der Sichtbarkeit. Wir sehen sehr viel weniger Frauen als Männer auf unseren Bildschirmen. Ganz grob gesprochen ist das 1:2. Also aus einer Frau kommen 2 Männer und im Kinderfernsehen ist es noch ungleicher. Machen wir aber eine Korrelation zwischen welches Geschlecht haben die Menschen, die unsere Film- und Fernsehinhalte produzieren? Und was sehen wir dann auf unseren Bildschirmen? Dann sehen wir ganz eindeutig, dass je mehr Frauen an einem Filmprojekt beteiligt sind, desto mehr Frauen sehen wir auf unserem Bildschirm. Das bedeutet wiederum, ich brauche eigentlich keine Quote für unsere Sichtbarkeit. Also ich brauche keine Frauenquote auf den Bildschirmen, also ich muss nicht beeinflussen, ja, du musst in dein Drehbuch das und das reinschreiben und viel mehr Frauenrollen, sondern ich muss schauen, dass mehr Frauen in der Verantwortung für unsere Filme und Filminhalte sind. Wir wissen das, wenn zum Beispiel Redakteurinnen allein verantwortlich im Fernsehen ein Programm verantworten, dann sehen wir auch hier wesentlich mehr Frauen in einer Hauptrolle und tragende Rolle. Das heißt, wir können tatsächlich, und hier schlage ich vor, wir müssen quotieren, wir müssen mit einer Quote arbeiten. Es geht nämlich um öffentliche Mittel und öffentliche Gelder. Film und Fernsehen mit Subventionen hergestellt, also Film ist also alles über Filmförderung. Das sind letztendlich unsere Steuergelder und verschiedene Formen von Subventionen. Wir müssen schauen, dass hier Frauen und Männer gleich behandelt und gleichberechtigt ihre Projekte machen können, weil wir dann automatisch eine Vielfalt an Sichtbarkeit haben. Wenn das für Frauen funktioniert, dass wenn Frauen an Film und Fernsehen beteiligt sind, wir dann mehr Frauen sehen, dann wird das wahrscheinlich für alle anderen Diversitätskriterien auch funktionieren. Das heißt, Menschen mit Migrationshintergrund oder verschiedener Ethnien werden uns andere Geschichten erzählen, Menschen mit anderer sexueller Identität eine andere Geschichte und Menschen mit einer non-heterosexuellen Orientierung werden uns eben auch andere Geschichten erzählen. Das heißt, wir müssen für Vielfalt quotiert hinter der Kamera sorgen, dann werden wir ohne Quote Vielfalt auf unseren Bildschirmen sehen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.